Hey meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Super Mario 3D World. Im letzten Part haben wir nur dieses Level in dieser Welt geschafft, aber es ist halt typisch ich, ne? Und ja, die Super Galaxy ist nun dran und das wird schön. Nein, wird's nicht, es wird die Hölle. Seht ihr diesen Rotz? Oh, das ist echt von Super Mario Galaxy. Ah, die Musik ist geil. Das beruhigt mich wenigstens. Gibt's irgendwas? Nö. Die kann man, soweit ich weiß, nur mit Stampattacke töten. Okay, das geht ja eigentlich, glaube ich, sogar noch. Wow. Wow, meine Fresse. Ich konzentriere mich jetzt mal ein bisschen mehr. Oh, du beschissenes Verkackviech, Mann. Ja, wie komme ich da jetzt ran? Ja, wie zur Hölle komme ich da jetzt ran, Mann? Hallo? Oder muss ich auf die springen? Ich glaube, ich habe jetzt nicht geguckt, was da jetzt als Item da gibt, ne? Aber, hä? Sag nicht... Der hat den Block da kaputt gemacht, der kleine Scheißpenner da, Mann. Ich glaube, nee. Halt dein Maul. Nee, ich glaube, es hackt ja wohl. Wow. Boah, du Penner, Mann. Boah, ich krieg gleich einen Herzinfarkt für sowas. So ein kleiner mieser Wichser. Oh. Pissig. Ist mir scheißegal, ob du stirbst. Boah, Alter, meine Fresse, Mann. Hau ab. Ein Luma. Kann doch sein, dass wir jetzt schon. Ich sag nichts. Gibt's hier irgendwas? Nö. Was wird das denn? Hier werde ich sterben. Geht weg. Was ist das da? Oh. Danke für die Halbzeitflagge. Vielen Dank dafür. Ja, Mann, Luigi, du Lappen. Bist du dumm? Du bist so dumm, weißt du das? Piss dich, Alter. Piss dich einfach. Warum gibt's die zur Hölle nichts? Wie soll ich das jetzt machen? Da gibt's ja irgendwas. Nicht holen. Ja, als ob, Mann. Wie soll ich das denn jetzt machen? Hä? Geht das nur mit der Katze, oder was? Glaube ich jetzt nicht, ne? Oh Mann, Luigi, du bist doch stark bei sowas, du Lappen. Oh. Ah. Ich komm da nicht hoch, Mann. Ich krieg gleich einen Anfall bei sowas. Wie hab ich das denn gerade eben gemacht? Wie schnell muss man denn da sein? Das ist doch behindert. Wie kriege ich das denn jetzt dahin?
Oh, das geht mir richtig auf den Sack, Mann. Hallo? Ich verstehe das nicht. Hey, was zur Hölle? Boah, ich krieg gleich einen Anfall, wisst ihr das? Nee, dann halt nicht. Jetzt muss ich irgendwie durchrushen, ganz ehrlich. Lass dieser Wichsstern. Hau ab. Ich hol's dann einfach mit einer Katze nach. Ich muss nach unten, ne? Oh Mann, ich hasse das, wenn ich Zeitdruck habe. Ich hasse es. Wahrscheinlich gibt es hier irgendwo ein beficktes Item, was ich halt nicht finde. Und da ist hier, soweit ich weiß, nichts. Aua. Und dieses Level kotzt mich so langsam an. Wirklich. Ich habe es auch davor mit einer Katze, glaube ich, geholt. Ich hole es einfach mit einer Katze, sie juckt mir nicht. Vielleicht geht es auch anders, nur ich bin zu doof dafür, aber hey, das Level ist mir jetzt völlig egal. Oh, es dreht sich ja. Ich wollte einfach stehen bleiben. Das wär witzig gewesen, ne? Boah. Gehst mir richtig auf den Sack. Boah. Ich habe immer richtig Schiss, dass diese Idioten mich da treffen, Mann. Wir machen heute auf jeden Fall noch ein Level. Boah. Das Level geht mir richtig auf den Sack. Wirklich. Das ist das einzige Level, was dich richtig anpisst. Allgemein diese Drehscheiße geht mir richtig auf den Sack. Das ist so richtig behindert. Und das wird ja noch schöner mit der Zeit. Deswegen freue ich mich richtig drauf. Ich könnte mich mal... Ah, lass mich in Ruhe. Wow. Ich lasse mich von mir aus von diesen Idioten treffen, ganz ehrlich. Halt dein Maul. Wow. Alter, was zur Hölle. Nein. Und da war das... Hier ist erstmal Rosalina. Was die, sag ich mal, da soll, das werdet ihr gleich sehen. Wenigstens das in diesem Part. Das ist doch schön. Was macht Rosalina? Wieso freut er sich mit? Ja, wie gesagt, den Stempel hole ich nach. Das ist mir einfach zu doof. Und da habe ich jetzt auch ehrlich gesagt keinen Nerv zu. Da habe ich keinen Nerv zu. Du kannst nun auch als Rosalina spielen. Ja, als neuer Charakter ist Rosalina da. Was für eine Überraschung. Ich denke mal, wir spielen die auch gleich mal. Weil... Sie kann, wenn man Y drückt, diese Drehattacke. Ist das nicht schön? Das kann sie von der Luft. Ey. Das wird für meine Dummheit sehr gut sein. Ach ja, ich muss das Ding da ja mitnehmen. Haha, voll platt gewalzt. Wow. Hä? Ach so, das sind die Münzen gewesen. Als ob ich auf diese Kackrolle da gehe. Ist ja nur Selbstmord. Ich hab das Gefühl, dass es da was gibt. Oder? Oh Gott, ein Boomerang. Ist das dein Ernst? Ganz ehrlich, ich wäre lieber ohne Boomerang. Aber der bezweckt ja irgendwie was, denke ich mal. Hm.
Ich will das One-Up. Ich hab beinahe nur das One-Up gekriegt. Aber nur beinahe, Mann. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, dass es hier irgendwo was gibt für die Idioten. Aber ich bin mir nicht sicher. Oh. Hau ab. Ha, nice Kombi. So, und was geht hier ab? Da unten ist schon mal ein Stern. Hm. Hier gibt's nicht noch was? Nee. Dann nicht. So, den Stern wollen wir natürlich auch haben. Hau ab. Hau ab, hab ich gesagt. Mann, verpisst euch doch einfach. Gibt das Ding hier. Hallo? Ah. Zum Glück der zweite. Ich dachte, ich hätte was verpasst, aber nö. Hm. Nochmal ein Boomerang, den wir aber zum Glück noch haben. Ach, lass mich in Ruhe. Ich habe das Gefühl, dass man da irgendwie hoch muss. Ich bin mir nicht sicher. Da war, glaube ich, irgendwie oben was. Oh, na klar. Lass mich in Ruhe. Ich bleib mal ohne Boomerang. Ja. Ja, was ist, wenn man da jetzt hingeht? Yay! Hier braucht man sogar Rosalina. Gut, dass wir die schon mal genommen haben. Denn sonst hätten wir das Level nochmal machen müssen. Wow. Natürlich kann man dieses Spiel auch mit mehreren spielen, also bis zu 4 Spieler halt, ne? Wovon ist der denn bitte jetzt gestorben? Von seinem Arsch oder was? Ja, klar. Nein! Nein! Warum bin ich dagegen gesprungen? Das ist doch wieder so typisch. Leck mich. Wow. So, ein bisschen durchrushen hier. Wir haben diesen ganzen Scheiß hier schon gesehen. Jetzt mach doch halt. Das Durchrushen ist eigentlich nicht immer gut. Wie gesagt, ich konzentriere mich, damit ich halt schneller hier durchkomme und nicht einen Bullshit mache. Wie immer. Geil, man kann ihn sogar damit umdrehen. Nice. Was? Man braucht 2? Hau ab. So, ihr geht mal bitte weg, weil ihr stört mich. Ja, wo zur Hölle gibt es denn hier eine Kirsche? Hallo? Hallo? Jetzt bin ich hier schon im Level wieder verarscht. Das ist nicht euer Ernst. Unglaublich. Ja, ich würde die gerne bitte sammeln. Obwohl das Sammeln nichts gebracht hat. Oh. Nein! Nein! Was? Warum kann man denn auch da drunter, Mann? Was ist das denn? Oh, yes.
ist so wieder typisch. Eigentlich ist das Level Fuzzi einfacher, wenn man diese scheiß Müll da unten. Das Level wäre einfacher, wenn man nicht sammeln müsste. Sagen wir das so. Ich hätte es auch machen können, dass wir nichts sammeln. Das wäre doch auch was. Dass ich euch nur zeige, wo das scheiß ist. Und mehr nicht. Ich muss es ja nicht sammeln. Eigentlich muss ich das nicht. Warum mache ich es dann? Nee, ich mache es einfach... Wow. Weil ich die gerne sammeln würde. So ein bisschen als Schwierigkeit. Und ich weiß, dass ich da lang muss. Ja, was hat sie gerade gesagt? Kann man da hoch? Sind zu Gumba denn? Sterben wir? Ich brauche, glaube ich, diese zwei Dinger. Wäre, glaube ich, besser so. Verpiss dich. Hau einfach ab. Du ebenfalls. So. Wäre es jetzt möglich, nicht zu sterben? Das Problem ist einfach immer diese... Oh Gott, zum Glück, Mann. Yay. Wow. Ich will die andere gerne auch hoch haben. Obwohl, eigentlich hätte die auch sterben können. Das ist mir ja nicht völlig egal gewesen. Das meinte ich jetzt aber nicht unbedingt wörtlich, ne? So, dann nervt die mich jetzt wenigstens nicht. Und ich kann mich endlich verpissen. Ah, und krieg nicht mal die Fahnenspitze. Ah, ist das schön. Deswegen ohne Bumerang hätte das, glaube ich, wäre das einfacher gegangen, auf diese Fahnenspitze zu gehen. Aber egal. Das mache ich jetzt nicht. Nee. Gut, ich werde dann beim nächsten Mal diesen Stempel mit der Katzenglocke holen und die Fahnenspitze holen. Das heißt, im nächsten Part machen wir Raub auf den Zielpfeil und das Level ist cool. Sag ich schon mal so, das ist geil. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal von Super Mario 3D World. Ciao, Leute!